even do it. Pardon. Was Scheiße? Was Scheiße? Ah, Gott, Köpfchen. Hast du die, die Gab, na, oder Gerda? Gerda oder? Was, Gerda? Na, Gabi. Hast du gesehen, wie die heute so gemacht hat? Ah, die mit der Rolex. Ja. Ah. Ach so, hast du gemacht? So. Ja. Mann, dass sie echt immer so übertreiben müssen. Naja. War das eine Rolex, ja? Ja, die von ihrem Mann hat sie extra. Keine Ahnung. Hat die den extra so gemacht? So. Mhm. Dann bist du ja auch eine Rolex, oder was? Naja, täten wir schon stehen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ach, oh, echt. Die müssen echt immer so übertreiben. Naja. Zeigt halt, was man hat, oder? Weil man noch mehr will und mehr und mehr und mehr, oder? Ja. Sag mal, wie viel hast du gespendet heute? Über Geld redet man nicht, Darling. Hat mir das nicht beigebracht? Och. Nichts och. Ich brauche Zigaretten, ich habe keine Zigaretten mehr. Okay. Sag mal, ist was mit dir? Ist irgendwas los? Nee, wieso? Du warst den ganzen Abend heute schon abwesend. Ach echt? Aha. Ja, es ist wegen einer Patientin von mir. Sie war heute Abend auf dem Ball. Mhm. Groß. Ende 20, brünett, schlank. Teure Halskette, zu teuer für die Frisur. Was willst du denn damit sagen? Was beschäftigt dich da so? Sie sollte nicht allein unterwegs sein, es geht ihr nicht gut. Ich habe Telefon verschrieben. Ach. Ich hab gedacht. Ja, es ist es ja eben. Die Therapie dreht sich im Kreis. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt nach vorne machen, machen wir auch wieder gleichzeitig zwei zurück. Es ist zum Verrücktwerden. Ich habe echt schon überlegt, sie an Kollegen zu überweisen. Und warum hast du es noch nicht gemacht? Vielleicht, weil du sie den ganzen Abend so genau angesehen hast, dass dir aufgefallen ist, dass sie alleine da war. Ach, das macht dich nicht lächerlich. Da vorne ist ein Zigarettenautomat. Bitte bleib stehen, da. Ja, bist du etwa eifersüchtig oder was? Nein. Du hast keinen Grund, eifersüchtig zu sein, du nicht. Das weißt du auch. Ich weiß nicht, von was du redest.
Ich rede von Andreas zum Beispiel. Ich weiß nicht, was du meinst. Tu nicht so. Ich weiß es. Ich wüsste nicht, was es zu wissen gibt. Ach, du weißt nicht, was es, was es zu wissen gibt? Ich weiß, dass ihr gefickt habt. Sei bitte still. Du bist fremd und ich soll still sein, ja. Sei bitte still. Ist doch in Ordnung. Ich mach dir überhaupt keine Vorwürfe. Du zerstörst echt gerade alles. Was zerstör ich denn bitte? Ich hab's abgehakt. Ich hab's verarbeitet. Bitte sei still. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht, dass es ausgerechnet Andreas sein musste. Meiner sieht gut aus, verstehe ich. Bisschen doof vielleicht. Du kannst es einfach nicht lassen, oder? Du kannst einfach nicht still sein. Entschuldige. Es ist doch gut. Ich will einfach, dass du bei mir bleibst. Aber bitte, kannst du jetzt einfach still sein? Sei jetzt einfach still! Du kannst es einfach nicht lassen, oder? Sei still. Damals ist es nicht gut zwischen uns gelaufen. Ich verstehe es doch. Ich mache dir doch überhaupt... Du checkst es einfach nicht, gell? Du checkst es einfach nicht. Ich sag einfach, du sollst stehen. Wieso kannst du denn nicht einfach dazu stehen? Du hast es doch wohl gemacht, oder? Dann kannst du es doch einfach auch sagen. Dann kann ich doch auch einfach mal sagen, oder? Halt jetzt einfach an. Halt es bitte da einfach an. Bitte halt da jetzt an. Nein, ich halte nicht an. Halt an! Halt uns bitte da an! Ich halte nicht an. Halte da jetzt an! Bitte halte jetzt da an! Jetzt beruhig dich doch mal bitte! Halt doch da an! Bist du verrückt? Halt jetzt an! Mach die Tür wieder zu! Halte bitte jetzt an! Beruhig dich doch mal! Halt sofort an! Was ist denn los? Ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Du hast gerade echt alles zerstört. Schatz. Bitte komm jetzt nicht mit bitte. Schatz. Bitte, jetzt mach die Tür wieder zu. Komm mir jetzt nicht mit Schatz. Du hast gerade echt alles zerstört. Warum hast du das in unsere Beziehung bringen müssen? Ich will einfach nur, dass du bei mir bleibst. Ich liebe dich. Komm zurück! Scheiße, bring ihn nach Hause. Aber red nicht mehr.